Schön, dass ihr alle da seid und auch ihr an den Bildschirmen. Ja, diese Startfolie, das ist unsere Startfolie vom Wissensmanagement MOOC, weil diese Session jetzt ist eine Joint Venture Session zwischen Knowledge Camp und Wissensmanagement MOOC. Ja, was will ich euch erzählen? Ich habe seit 11 Jahren mittlerweile ein Projekt. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Wissensmanagement oder einer meiner Schwerpunkte ist Wissensmanagement. Und ich habe vor ungefähr 11 Jahren bei einem großen schweizerischen Finanzinstitut initial Wissensmanagement eingeführt. So. Dann war ein bisschen Ruhe und vor ungefähr 1,5 Jahren, 2 Jahren, haben die sich nochmal bei mir gemeldet, haben gesagt, Mensch, Gabriele, wir sind jetzt so weit, wir müssen dieses Thema weiterentwickeln. Na, also so nach 8, 9 Jahren, also gut Ding will Weile haben, aber vielleicht zeigt es ja auch, dass man mit dem Wissensmanagement jetzt nicht so unzufrieden war, ist man bereit für den nächsten Schritt. Und seit 1,5 Jahren sind wir eben dabei, das ist jetzt die interne Bezeichnung, KM 1.0, machen wir jetzt das KM 2.0, also das Knowledge Management auf gut Schweizerdeutsch. So, es geht dabei nicht um dieses ganze Unternehmen, sondern es ist dort der IT-Bereich. Wobei man das nicht unterschätzen darf, das sind einige hundert Mitarbeitende, große interne Softwareentwicklung. Also die haben sehr, sehr viele IT-Anwendungen selbst entwickelt, die von ihnen betrieben werden. Das ganze Thema Fintech und ähnliches, Information Security, Cyber Security, Riesenthemen in dem Kontext, betreiben eigene Rechenzentren. Also von daher ist das tatsächlich, ich war da selber überrascht, ein wirklich auch eigener Geschäftsbereich, nicht nur in Anführungszeichen so ein kleiner Servicebereich mit ein paar IT-Administratoren. Also dort sollte eben 2010, 2011 Wissensmanagement eingeführt werden. Und der Anlass, also wundert euch nicht, ihr müsst das jetzt nicht wirklich lesen, das ist für mich mehr nur so symbolhaft für auch so ein bisschen die Änderung in der Wahrnehmung von Wissensmanagement, die da jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Der Anlass für Wissensmanagement war, man hat ITIL eingeführt. Also wer das nicht kennt, das ist ein großes Framework für IT mit eben guter Praxis für die ganzen IT-Prozesse. Ja, also es ist ein Framework, was sagt, liebe IT, ihr braucht einen Prozess für Störfälle, für Incidents. Ihr braucht einen Prozess, wie Service Requests, also Anfragen der Nutzer bearbeitet werden. Ihr braucht einen Prozess für Business Continuity, also wenn ein System mal ausfällt, was macht ihr dann, um eben die Kontinuität des Geschäfts sicherzustellen? Also dieses ITIL sagt, eine IT-Abteilung braucht diese Prozesse und macht auch Vorschläge, wie so ein Prozess idealerweise aussehen sollte. Und interessanterweise steht in diesem ITIL-Framework auch Knowledge Management drin. Also da heißt, eine IT-Abteilung braucht Knowledge Management. So. Und die Schweizer natürlich gründlich haben gesagt, ja gut, dann brauchen wir jetzt offensichtlich Knowledge Management. Und dann hatte man eine Unternehmensberatung beauftragt, die generell den Reifegrad der IT-Prozesse erhoben hat. Und hat eben auch den Reifegrad des Knowledge Managements erhoben, was es bis zu dem Zeitpunkt unter dem Namen überhaupt nicht gab und hat auch erste Schwachstellen festgestellt. Und da kam ich dann ins Spiel, dass es jetzt darum ging, diesen Prozess innerhalb von ITIL zu entwickeln. Dieses innerhalb von ITIL ist wichtig, weil daraus resultierten gewisse Formalien. Zum Beispiel die Anforderung, wir brauchen einen Process Flow. Also wir müssen in dieser Systemlandschaft, wo dann so Prozesse abgebildet sind, wie da ruft ein Nutzer an und hat ein Problem, dann passiert erstens, zweitens, drittens das, müssen wir Wissensmanagement abbilden. Okay, war schon mal so die erste Herausforderung. Was rausgekommen ist, seht ihr da oben. Na, alle Prozesse lösen aus, dass ein Knowledge Asset identifiziert wird, das wird bewertet. Muss ich das dokumentieren? Muss ich es weiterentwickeln? Muss ich es modifizieren? Kann ich es vergessen? Wenn es da ist, muss es weitergegeben werden.
Und es kann dann in allen Prozessen wieder genutzt werden. Also sehr generisch, aber wir hatten eben diese Vorgabe, wir müssen uns irgendwie in dieses Framework mit reinfriemeln. Was auch seine Vorteile hatte, weil der Prozess hat ein echtes Standing. Er gehört zu diesem Framework dazu. Es gibt einen Process Owner, er ist sichtbar für das sogenannte Process Board. Das sind die Führungskräfte in der IT, die insgesamt alle Prozesse ja letztendlich steuern und die grundlegenden Entscheidungen treffen. Und die sind auch hinterher, dass es diesen Knowledge Management Prozess gibt und dass er gelebt wird. Jetzt war es so, dass diese Stärken-Schwächen-Analyse, und wir haben dann selber auch noch Interviews geführt, hat ergeben, es gibt ein großes Problem am Übergang zum sogenannten Service Desk. Also es gibt Mitarbeiter in der IT, ihr kennt das alle, die ruft mal an, wenn irgendwas nicht funktioniert, und idealerweise können die schon am Telefon sagen, starte einfach nochmal neu und dann schau mal, was, ob es besser geworden ist. Na, aber letztendlich war das große Problem interne Entwicklung, die haben tolle Lösungen gebaut, haben Erfahrungswissen gesammelt, haben auch genau gewusst, wo sogenannte Known Bugs sind, also wo die Software nicht das tut, was sie soll, aber man weiß es halt und man weiß auch ungefähr, wie man so einen Workaround hinbekommt. Ja, und irgendwann haben sie diese Lösung über den Zaun geschmissen zum Service Desk ohne großen Transfer. Ne? Und der Service Desk wurde angerufen, ja, ich habe da ein Problem. Keine Ahnung. Und was haben die gemacht? Die haben halt das zurückgespielt an die Entwickler. Die Entwickler waren auf den Barrikaden, weil sie gesagt haben, also ich bin eigentlich auf einem neuen Projekt und x Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich mit Service Desk. Und die sind ja, also ich sage jetzt mal, alle unfähig beim Service Desk. Ja, also das gab richtig schlechte Stimmung natürlich auch. Und die Kunden waren auch nicht zufrieden, weil die haben die Erwartungshaltung, ich rufe an und jemand sagt mir, was zu tun ist. Also das war schon richtig zu sagen, das ist ein wesentlicher Prozess, den müssen wir dringend verbessern, weil das geht ja auch Richtung Kunde, also Richtung der Fachabteilungen in der Bank. Also war die weitere klare Ansage von diesem Process Board, konzentriert euch auf dieses Thema. Also macht jetzt eben nicht Knowledge Management für die gesamte IT, sondern konzentriert euch auf dieses Thema in einer ersten Ausbaustufe. Was wir natürlich trotzdem gemacht haben. Wir haben trotzdem ein Konzept geschrieben. Also es gibt nicht nur diese Process Flows, sondern es gibt dann für jeden Prozess auch ein Prozesskonzept. Da haben wir schon so Dinge reingeschrieben wie Wissensmanagement ist auch Austausch, ist auch Kommunikation. Wissen ist nicht nur in den Dokumenten. Ne? Also dieses Ganze, was wir hier alle immer so predigen und vor uns hertragen, das stand natürlich in diesem hehren Konzept drin. Am Ende war es so, dass was wir eingeführt haben, war ein relativ rigides Dokumentenmanagement auf SharePoint. Also wir haben einfach mal festgelegt, das sind Dokumente, die müssen mit jeder Lösung mitgeliefert werden. Wir haben Vorlagen entwickelt für diese Dokumente. Das ist ja auch Knowledge Transfer. Also wenn ein Entwickler die Aufgabe bekommt, du musst jetzt ein Bedienungshandbuch schreiben und er hat eine Vorlage, wo bestimmte Überschriften drin sind, dann stelle ich sicher, dass die geforderte Information auch kommt, weil der muss einfach jedes Kapitel bedienen. Ja. Also von daher, ich will das gar nicht kleinreden. Wir haben, glaube ich, an der Stelle wirklich geholfen. Wir haben klare Regeln definiert, wo das auf SharePoint wie abzulegen ist. Wer muss Zugriff haben? Wer ist für dieses Dokument verantwortlich? Was sind Review-Zyklen für diese Dokumente? Wie wird dafür gesorgt, dass Veraltetes auch wieder verschwindet? Wir haben zusätzlich ein Wiki eingeführt, das SharePoint-Wiki. Wollten wir nicht, war aber klare Vorgabe. Die IT-Leitung hat gesagt, also noch ein Tool kommt uns nicht ins Haus. Wir haben SharePoint, da gibt es ein Wiki. Ja, gut, dann haben wir gesagt, dann nehmen wir halt das SharePoint-Wiki. Ja, es wird bis heute genutzt. Es wird bis heute genutzt und der Service Desk ist bis heute laut eigener Aussage happy, weil da wahnsinnig viel drinsteht an Known Bugs, an Known Solutions, was halt in dieser formalen Dokumentation nicht drin ist. Ja.
Wir haben viel Zeit investiert in die Frage, was muss in ein formales Dokument, was muss ins Wiki. Und das ist alles in solchen Process Flows genau hinterlegt. Wo treffe ich die Entscheidung? Geht es ins Wiki, geht es ins SharePoint und so weiter und so weiter. Also ihr seht, es ist sehr top-down, sehr reguliert, sehr IT-Lösung, also tatsächlich bis vor 2 Jahren. Der Begriff Knowledge Management für die Kollegen ist dieses System, was da im SharePoint entstanden ist. Und dieses ganze Drumherum mit Kommunikation und der Mensch und so weiter, ja, also KM, das ist diese SharePoint-Lösung mit allem, was dahinter steht. Nettes Erfolgserlebnis ist, wir haben zusätzlich, also ich hatte ja schon so den Schmerz, also nur IT. Also was wir auch geschafft haben, ist, wir haben zusätzlich einen Handover-Prozess implementiert. Also wir haben einen Prozess implementiert, der die Entwickler und die Service-Desk-Leute dazu verdonnert hat, sich zusammenzusetzen. Es gab die neue Rolle eines Handover-Managers, also jemand, der, wenn eine Entwicklung in ihr Endstadium kam, dafür gesorgt hat, dass so ein Handover organisiert wird mit einer Checkliste, wo auch gesagt wurde, okay, Handover ist nicht nur da, habt ihr, sondern passt mal auf, an der Stelle müsst ihr aufpassen, da gibt es einen Fehler, aber da haben wir auch einen Workaround. Und was jetzt wirklich nett war, so nach dann 8 Jahren, als ich wieder da war und dann fiel dieses Stichwort Handover und dann hat einer aus dem kleinen Projektteam gesagt, wieso Handover, das ist doch, das hat doch mit dem Knowledge Management nichts zu tun, das, den Prozess gibt doch, der läuft top. Dann habe ich gesagt, ja, und der kam mal übers Knowledge Management. Ja. Also der wird gar nicht mehr als Wissensmanagement wahrgenommen. Ja. Das ist jetzt, das ist einer unserer IT-Prozesse, der ist total etabliert und der ist super. Aber, und deshalb habe ich so ein bisschen die Bilder reingepostet, ne? Ihr seht so genau dieses, wer ist Dokument-Owner und dann muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann muss ich genau diese Vorlage benutzen und so weiter. So, und das nächste war, es war eine Lösung hauptsächlich für den Incident- und Request-Prozess und für das Service-Desk. Und die ganze andere IT konnte da durchaus zugreifen, aber es war nicht für sie gemacht, dieses Knowledge Management. Ja. Und was die dann angefangen haben in der Zwischenzeit ist, ja, was halt so passiert, die haben sich selber beholfen. Ne, die kamen am Anfang noch so zum Knowledge Management. Also es gab dann auch eine Struktur. Also es gibt für jeden ITIL-Prozess einen Process Owner. Also gibt es auch den KM-Process Owner. Also quasi das war lange eine Frau, eine Wissensmanagerin, wenn man so möchte. Und wir hatten schon dafür gesorgt, dass in den einzelnen Funktionseinheiten, FEs, es eben KM-Manager gibt, also so Vertreter. Aber was passiert ist, nachdem dieses Projekt als Projekt mal abgeschlossen war, man ist in den operativen Betrieb gegangen, dann ist deren Rolle schnell geworden, halt Dokumentenmanager, Wikigärtner. Und eben nicht mehr diese ganzheitliche Sicht auf das Thema. Jetzt hat man mit dem Relaunch hat man ein neues Projektteam aufgesetzt. In der Projektphase wirklich Führungskräfte aus allen Bereichen. Also diesmal sind wirklich alle Prozesse mit drin. Die anderen Bereiche, die anderen Prozesse, die wollten auch KM. Aber was passiert ist, dass entweder diese Lösung hat für sie nicht gepasst. Sie brauchen was anderes. Sie brauchen nicht dieses regulierte Dokumentenmanagement und das Wiki. Ja, da haben die meisten auch gesagt, also Leute, geht mal fort mit dem SharePoint-Wiki. Wir sind IT, wir haben längst irgendwas anderes installiert. Ja. Und die sind dann am Anfang zu diesem KM-Team gekommen, aber irgendwann hatten die ja gar nicht mehr das Mandat Knowledge Management, sondern die hatten das Mandat, sich um diese vorhandene Lösung zu kümmern. Ja. Und dann hat man denen nichts angeboten. Also haben sie einfach selber gemacht. Sodass über die Jahre Insellösungen entstanden ist. Man hat es sehr gut gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Wikis die mittlerweile haben. Und zwar, so, jeder hat eine andere Software dahinter. Ja? So, und das ist irgendwann hochgepoppt und die Unzufriedenheit ist auch größer geworden. Und die Führungsebene hat gesagt, ja gut, so nach 8, 9 Jahren ist es vielleicht auch an der Zeit, dieses Thema insgesamt wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und dann gab es dieses Projektteam jetzt wirklich bereichsübergreifend. Und eins der ersten Punkte war, es darf bitte nicht wieder 8 Jahre dauern, in denen jeder wieder anfängt, sein eigenes Süppchen zu kochen, bis wir quasi
die nächste Evolutionsstufe erreichen. Und deshalb habe ich gesagt, ne, KM wird agil, weil das ist so ein bisschen die Idee, die jetzt dahinter ist und die natürlich einhergeht mit einer Entwicklung, die in der Bank momentan sowieso stattfindet. Ja, die fangen natürlich an, jetzt ihre Projekte nach Scrum zu managen. Die haben mittlerweile natürlich auch Confluence eingeführt und Jira und diese ganzen Agile-Tools und so. Also da ist viel Entwicklung jetzt unabhängig vom Knowledge Management passiert, von der wir jetzt profitieren. Und das ist jetzt so die Idee, die ja seit einem Dreivierteljahr in der Umsetzung ist, nämlich wir gehen weg von diesem rigiden, sehr stark regulierenden Top-Down-Ansatz. Der nach wie vor, also ich ärgere mich auch immer ein bisschen, wenn auch dort die Kollegen immer so etwas belächeln oder so abschätzig, weil ich nach wie vor sage, ich denke immer noch, es war für damals genau die richtige Lösung und sie hat über viele Jahre den Bereich, für den sie gedacht war, wirklich gut unterstützt. Es lebt bis heute. Ne? Nichtsdestotrotz will man weg, weil, glaube ich, auch die Organisation ist auch reif dafür, nicht mehr diese klaren Vorgaben zu brauchen. Ihr müsst mit einem Dokument so von A nach B gehen, sondern ich glaube, man kann jetzt auch eine größere Freiheit tatsächlich geben. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben wieder eine Art übergreifendes Konzept geschrieben, aber wirklich neu geschrieben. Und da stehen Leitlinien drin und übergeordnete Ziele. Und die gelten für die gesamte Informatik. Also da stehen so Dinge drin wie, wir teilen unser Wissen offen über alle Team- und Fachbereichsgrenzen hinweg. Wissen ist bei uns transparent. Wir leben einen lebendigen Wissensaustausch. Wir nutzen gemeinsame Tools oder wir fördern die Nutzung gemeinsamer Tools und Methoden und wir haben gemeinsame Wissensstrukturen, sodass wir Wissen überhaupt auch lokalisieren können. Also sowas steht in diesem übergeordneten Framework. Und dem haben sich alle verpflichtet. Innerhalb dieses Frameworks haben die einzelnen FEs aber die Freiheit, den Umgang mit Wissen in ihrem Bereich so zu gestalten, wie sie es brauchen. Aber innerhalb dieses Frameworks. Also es kann jetzt theoretisch keiner eine IT-Lösung bei sich einführen, die sich komplett abschottet gegen alle, weil wir ja sagen, das Wissen ist offen, es ist transparent, es kann gefunden werden und zwar durch alle Bereiche. Ihnen vermutlich gemeinsam zu entwickeln und auch das gemeinsame Commitment dazu, mehr als ein Mieten zu bekommen. Ja, also das war ein echt harter Prozess. Das war in diesem Projektteam. Und tatsächlich haben die Projektleiterin und ich, wir haben Vorschläge gemacht, schon auf Grundlage dessen, was wir in den Diskussionen so mitgenommen haben, was wichtig ist, dass nämlich zum Beispiel dieser persönliche Austausch plötzlich so eine Rolle spielt. Ja, der hat vor 11 Jahren, hat der noch gar keine Rolle gespielt. Ja, und plötzlich war das ganz wichtig. Und ich habe vorhin noch mal reingeguckt, zum Beispiel steht da auch drin, dass Wissen und Informationen adressatengerecht zur Verfügung gestellt wird, aber mit angemessenem Aufwand. Und das war zum Beispiel eine Formulierung, um die haben wir in dem Team ewig gerungen, weil das ist auch so ein Shift in der Haltung der Organisation. Die hatten vor 11 Jahren einen unglaublichen Anspruch an, das muss alles Hochglanz und perfekt sein. Lieber überzieht man eine Deadline, aber hat hinterher was, was 150%ig glänzt und gewienert ist, als dass man irgendwas so Halbfertiges abliefert. Und jetzt ist man plötzlich so, dass man sagt, ja, aber das ist doch Quatsch. Also wenn wir die Hürde so hochlegen, ja, dass wenn ich was mit den Kollegen teile, dann muss das quasi irgendwie publikationswürdig sein und so. Und wir haben wahnsinnig um diese Formulierung gerungen. Wie wollen wir das ausdrücken, um zu sagen, natürlich soll der Anspruch sein, ich gebe mir Mühe, ich will ja, dass die anderen was verstehen, aber ich kann auch mal was
nicht ganz Poliertes rausschicken, wenn es jetzt dem anderen hilft. Ja? Also von daher, das war ein ganz intensiver Prozess mit diesem Team. Und tatsächlich hat man eben für dieses Projektteam wirklich aus diesen FEs, diesen Funktionseinheiten, Teamleads und oder selbst die Leiter der FE geschickt. Also in dieser Projektphase war wirklich die Führungsebene vertreten. Das ist auch eher ungewöhnlich, meiner Erfahrung nach. Jetzt mit der Operationalisierung haben wir auch dieses Team operationalisiert. Da sind bis auf einen die Führungskräfte raus und haben aus ihrem Bereich Leute ernannt, so fürs Doing. Aber in dieser Konzeptionsphase waren die dabei und die haben das dann auch in ihre Bereiche getragen. Also es ist immer schwer, jetzt zu gucken, inwieweit wird es gelebt oder ist es Lippenbekenntnis. Aber letztendlich, sage ich mal, ist da eine Entwicklung schon da, von der wir jetzt profitieren. Es ist jetzt kein Kulturwandel, den wir versuchen herbeizuführen, sondern was ganz interessant war, vor 11 Jahren habe ich das Thema Zugriffsrechte angesprochen. Oh, alles top secret. Alles top secret, ja. Das Need-to-Know-Prinzip in Goldlettern über allem, ja. Also nur der, wo was braucht, bekommt es auch, ne? Und ich habe das dann auch relativ schnell den Kampf aufgegeben, ja. Und ich habe dieses Mal gar nicht es angesprochen und plötzlich in so einer Projektsitzung kommt einer, der FE-Leiter, und sagt: Ja, Need-to-Protect. Nicht mehr Need-to-Know, sondern Need-to-Protect. Also es ist alles offen und wir schützen nur dort, wo es schützenswert ist. Also das sind einfach im Hintergrund Dinge passiert, warum auch immer, die jetzt für das Wissensmanagement super genutzt werden können. So, also die Fachbereiche können innerhalb dieses Frameworks durchaus eigene Lösungen entwickeln, um einfach auch schneller zu sein. Ja, also wir hatten Dinge, dass die gesagt haben, ich habe vor über einem Jahr mal angefragt, wir bräuchten an der und der Stelle was, und bis da, ne, die Mühlen des übergeordneten Wissensmanagements gemahlen haben. Ne, und jetzt haben sie im Prinzip das Mandat, macht ruhig selber, aber schottet euch nicht ab. Es gibt diese Leitlinie, wir sind offen, ihr müsst anschlussfähig sein, ihr müsst euer Wissen für andere potenziell zugreifbar machen, transparent machen. Und das ist das, was man auf der Folie sieht mit diesen KM-Zielen. Die stehen noch in dem übergeordneten Framework. Und dieses Use-Case-Maßnahme, das kann was Globales sein. Also wir haben zum Beispiel eingeführt eine Toolbox Wissensmanagement, wo wir einfach mal in SharePoint Steckbriefe hinterlegt haben, was gibt's denn alles schon bei uns, nicht nur an IT-Tools, sondern auch an Methoden und Ähnlichem. Wir ringen noch so ein bisschen mit uns, eine Taxonomie aufzumachen, also eine wirkliche gemeinsame Wissensstruktur, und mittlerweile gibt es sogar ein Social Intranet. Es gibt eine KM-Community für das KM in der Informatik, die aber bankweit sichtbar ist. Das ist so eine Use-Case-Maßnahme-Geschichte, die ist quasi global, informatikweit, die wird auch von diesem KM-Team betrieben. Es kann aber solche Use-Case-Maßnahmen geben, die sind nur für einen Fachbereich, weil die sagen, wir brauchen jetzt das und zwar schnell und wir machen jetzt einfach. Und was wir jetzt festgelegt haben ist, und da sind wir jetzt so ein bisschen halt dann auch in die IT-Sprache und in diese ganze Scrum-Welt gegangen. Wir haben gesagt, es gibt Minor Releases und Major Releases von unserem Knowledge Management. Also ein Minor Release, quasi KM dann 2.1, 2.2 und so weiter. Das ist mindestens einmal im Jahr hinterfragt dieses KM-Team bei sich in den Bereichen. Gibt es was Neues? Braucht ihr irgendwas Neues? Wie zufrieden seid ihr mit dem, was es schon gibt? Also schaut, gibt es neue Use Cases, gibt es neue Bedarfe, wo wir unterstützen könnten? Oder ist irgendwo versteckt eine Lösung aufgeblüht, die wir vielleicht größer ausrollen wollen? Mindestens einmal im Jahr. Und einmal alle 3 Jahre gibt es ein Major Release. Das heißt, beim Major Release wird komplett werden die Leitlinien und die Ziele auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Und es ist nach wie vor Teil von ITIL. Also es gibt nach wie vor dieses Process Board, was drüber ist. Das heißt, alle 3 Jahre ist dieses Process Board, also die oberste Führungsebene, aufgefordert,
über KM nachzudenken und zu überlegen, ob die Ziele, so wie sie da für die Gesamtinformatik drinstehen, ob die so noch passen. Das ist jetzt unser Prozess. Das ist jetzt das, was wir sagen, das ist jetzt der KM-Prozess. Nämlich diese zwei Release-Zyklen, die ineinander greifen. Und darunter passiert viel eben in diesem Use-Case-Maßnahmen, aber der eigentliche Prozess sind eben diese Releases und den ersten Durchlauf, meiner Release, den haben wir jetzt gerade, das sind jetzt diese globaleren Maßnahmen abgefallen, aber wir haben auch schon ein erstes Beispiel, dass jemand auf das KM zugegangen ist und das KM-Team gesagt hat, okay, wir unterstützen das, wir machen da eine kleine Recherche, Concept Board, Miro und so weiter, was ist da für uns geeignet, was könnten wir lizenzieren, informatikweit, also wo man wirklich so diese Erfahrung, wir bräuchten eigentlich was und das KM-Team, ja, die machen halt da ihren SharePoint und sonst kommt da nichts, sondern okay, da kommt einer, hat gesagt, ich brauche irgendwas für virtuelle Kollaboration, irgendeine Art von Whiteboard und das KM-Team sagt, ja, okay, wir gucken mal, was es da so gibt und machen einen Vorschlag und ergänzen unsere Toolbox. Plus, dass eben mit diesem Process Board vereinbart ist, wenn das größere Dinge sind, also jetzt bei dem Whiteboard, okay, also dieses KM-Team hat jetzt nicht wahnsinnig Ressourcen. Ja, ich glaube, die haben jetzt für das gesamte nächste Jahr, wo man sagt, okay, die eigentliche Implementierungsphase ist abgeschlossen, wir sind jetzt in gewisser Weise im operativen Betrieb, hat, glaube ich, jedes Mitglied in diesem KM-Team 5 Arbeitstage übers ganze Jahr für die Mitarbeit in diesem KM-Team. Das heißt, das ist schon hier strategische Ebene. Ja, und dann kann man überlegen, so eine Anfrage, wie mir jetzt mit dem virtuellen Whiteboard, entweder einer sagt, ach, ich habe da so ein bisschen ein persönliches Interesse, ich kümmere mich drum, oder das KM-Team sagt, ja, das kriegen wir gestemmt, das ist vielleicht ein halber Tag, wo wir mal ein bisschen zusammen drüber nachdenken und dann haben wir das. Wenn es größere Dinge sind, dann ist es ein offizielles IT-Projekt, was beantragt wird, weil das KM-Team hat ein Budget. Aber das Budget, darüber bin ich persönlich sehr glücklich, ist hauptsächlich auch für externe Beratung. Nein, aber ist tatsächlich, es ist ein überschaubares Budget, aber auch das finde ich großartig. Ja? Also die haben schon die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Aber wenn es jetzt darum geht, ich sage jetzt mal irgendwie eine größere IT-Lösung einzukaufen oder so, wo wir irgendwie im 5-6-stelligen Bereich ankommen, ja, dann erstellt das KM-Team einen formalen Projektantrag und dann ist das ein Projekt, was wahrscheinlich auch gar nicht vom KM-Team selber gemanagt wird, sondern das KM-Team gibt letztendlich den Anstoß, dass da was passiert. So, letzte Folie ist nur noch, dass man das nochmal so ein bisschen sieht, wie die Dinge ineinander greifen. Es gibt eben die IT-Strategie, da ist dann das KM liegt da drin, da sind die Leitlinien, die übergeordneten Ziele und da drin Maßnahmen, Päckchen, die entweder quasi informatikweit sind oder tatsächlich ganz facheinheitsspezifisch kleine Lösungen, die an einer Stelle was Gutes bewirken und vielleicht für die anderen gar nicht mal interessant ist. Ja. Im Leitlinien, du hast ja Beispiele gesagt, wir teilen unser Wissen unabhängig. Versteht das denn auch jeder Mitarbeiter oder wurden da auch ganz gezielt, also vielleicht meinst du das mit den Use Cases, nicht nur die Bedarfe, sondern auch eine Verhaltensänderung sozusagen auf. Also vorher war das so, jetzt müsste das aber so sein in deinem Verhalten und in deiner Einstellung. Ja. Das war auch so explizit auch. Jetzt nicht als Maßnahme. Also wir haben jetzt tatsächlich kein echtes Change Management oder so initiiert, sondern also das eine, da ist tatsächlich schon viel passiert, ganz unabhängig von uns. Ja, also dieses Need to Protect, das kam ja dieses Mal nicht von mir, sondern aus der Informatik heraus selber. Dieser Wunsch, sich zu vernetzen, diese Erkenntnis, dass halt auch die Rechenzentrumsleuten mal mit den Entwicklern reden sollten und umgekehrt, die ist irgendwie schon da. Es wird mit kommuniziert. Also wir sind gerade dabei, diese Mitglieder in dem KM-Team, die machen gerade so eine kleine Roadshow. Ja? Also jeder hat jetzt von uns einen Foliensatz bekommen, muss jetzt bei sich dieses Thema KM nochmal vorstellen. Es gibt im Social Intranet diese KM-Community, wo eben auch Nicht-Informatik-Mitarbeiter sehen können, was es gibt. Die können auch auf diese Toolbox zugreifen. Also die ist bankweit offen. Also von daher soll das schon unterstützt werden, indem es kommuniziert wird, aber jetzt ein echtes Change Management, dass wir da nochmal
wirklich aktiv hinwirken auf eine Verhaltensänderung gibt es nicht, weil, wie gesagt, also bei aller Begeisterung, ne, Budget und so weiter, ja, die Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, rein zeitlicher Art, die sind durchaus sehr überschaubar. Ja, also wenn wir da übers Jahr verteilt mit dem Team ein paar Workshops machen und die eine oder andere Aufgabe abfällt, wie wir müssen jetzt so eine Toolbox erstellen, wer schreibt in welchen Steckbrief und so, ja, dann ist eigentlich schon letztendlich die Kapazität erschöpft. Wie bereit bin ich und wie weit steckt es in euren Leitlinien drin? Dass man da noch zusätzlich Aufwand macht, um etwas in verständlicher Sprache für die Zielgruppe zu kommunizieren. Das ist eine ganz aktuelle Diskussion, die wir haben, Sabine. Und zwar hat die Bank mittlerweile eben netterweise Confluence eingeführt und wir werden dieses SharePoint-Wiki hinter uns lassen. Und es soll jetzt eben Confluence für alle geben. Nicht mehr nur in Anführungszeichen für den Service Desk, sondern für alle. Aber das Setup dort vom Confluence-Team ist eben, es gibt jetzt nicht ein Wiki quasi KMIT, sondern es gibt eines pro Applikation. Und die werden dann quasi über Tagging und so weiter, werden die miteinander vernetzt. Aber das heißt jetzt für unsere Service Desk Leute, die haben früher an einer Stelle nachgeguckt. Ja, und jetzt haben sie 20 Wiki Spaces pro Applikation. Und da sind eben auch Dinge drin, die sind gar nicht für sie im Service Desk. Ja, weil da sind auch Dinge drin, die sind wiederum nur für die Entwickler und. Und da haben wir jetzt gesagt, naja, wir nehmen dann oder wir verpflichten alle, ein Label zu benutzen, Service Desk, wenn sie sagen, das ist jetzt ein Content, der ist für Service Desk. Und da haben wir genau drüber geredet. Müsste jetzt am Service Desk jemand regelmäßig da drüber gucken und sagen, Leute, das ist nicht für uns geeignet? Oder, also das ist eine Diskussion, die ist gerade am Laufen, auch so ein bisschen, und da muss ich sagen, da ist Confluence extrem enttäuschend. Die setzen unglaublich stark auf das Thema Labeling, um Content zu vernetzen und geben dir null Mittel in die Hand, Label zu managen. Also wir können nicht verhindern, dass irgendjemand aus dem Fachbereich dieses Label Service Desk verwendet oder anderes. Na, aber das ist so ein Punkt, wo wir genau die Diskussion hatten. Na, wird das vielleicht inflationär und die Service Desk Leute werden plötzlich überschwemmt? Momentan haben wir gesagt, ne, so ganz im Wiki-Gedanken, die Service-Desk-Leute müssen sich halt auf die Hinterbeine stellen, wenn sie sagen, ich habe da was gelesen, angeblich ist das für mich, aber sorry, lieber Entwickler, also damit kann ich nichts anfangen. Ne. Hast du auch ein Bottom-up-Bedürfnis zum Wissen teilen wahrgenommen, das nicht aus dem Service-Desk, das so aus den Entwicklungsbereichen? Ja, die hatten auch vor 11 Jahren schon, also auch da gab es schon einzelne Wikis, ganz versteckt in irgendwelchen Ecken, ja, oder andere Prozesse. Und klar, die haben schon immer auch miteinander geredet und so. Ja, muss man ja jetzt nicht tun, als wären die vorher da irgendwie ganz stur unterwegs gewesen. Also von daher, man hat halt dann diesen Top-Down-Ansatz an der Stelle wirklich so durchgesetzt. Und wie gesagt, ich denke bis heute, es war richtig. Es war für diese Aufgabenstellung genau richtig, aber drumherum hat viel anderes auch geblüht, ja, von unten. Das hat man halt, also der Fehler war, denke ich, man hat das nicht integriert, weil halt die klare Ansage vom Management war, da haben wir ein echtes Problem, darauf konzentriert euch bitte. Und dann hatte man das implementiert, dann war die Projektphase vorbei und man hat letztendlich vergessen, dass man doch eigentlich gesagt hatte, das ist nur Schritt 1. Sondern es war dann plötzlich, jetzt ist es zu Ende. Ja? Und man hat irgendwie nicht mehr dran gedacht, dass wir doch ursprünglich mal gesagt hatten, nach Schritt 1 kommt ein Schritt 2 und ein Schritt 3. Ja, sondern man hat gesagt, oh, okay, ne, wir haben jetzt eine Lösung für ein echtes Problem, was wir hatten und mit der Lösung sind wir ganz zufrieden. Ja? Und quasi nach 8 Jahren hat man festgestellt, war da nicht mal ein Schritt 2, den wir noch vorhatten? Ne? Ich glaube auch ganz einfach, alles hat seine Zeit und das war für die Zeit angemessen und richtig und auch vom Tool und wie man es umgesetzt hat und jetzt jedes Unternehmen oder jede Institution entwickelt sich und die Mitarbeitenden entwickeln sich mit weiter und dementsprechend ist das jetzt der richtige Schritt, wer weiß, was in 5 Jahren. Ja. Meine Frage wäre noch, hast du das Gefühl, dass es auch ausstrahlt auf den Rest des
der Institution? Oder inwieweit gibt es da halt auch Schnittstellen, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir machen jetzt das KM innerhalb von IT, aber ich habe vielleicht auch eine Knowledge Base, die von extern, also du hast ja gesagt, auch jeder andere kann auf die Confluences zugreifen, aber wird das auch gefördert? Gibt es da aktiv sozusagen, hey, hier, das haben wir auch aus der IT für euch gemacht, im Sales, im was auch immer? Ja, also tatsächlich ist es so, dass ja viel von dem IT-Wissen auch rausgeht an die eigentlichen End-User. Also das ist auch eine Diskussion, die gerade stattfindet, jetzt gerade ganz konkret im Kontext Confluence, ja, unsere Application Bases, ja, sind die prinzipiell auch offen für alle Nutzer im Fachbereich oder lieber nicht, ja, weil dann lesen die vielleicht Sachen, was sie eher verwirrt, als dass es ihnen hilft. Also dann über diese Community nimmt man schon wahr, da ist eine Neugier auch in den Fachbereichen. Was machen die denn da in der IT? Und oh, Knowledge Management. Und was machen die denn da? Und tatsächlich gibt es, also die Bank hat drei VorständInnen, also eine Frau, und die hat so ein bisschen das Thema Innovationsmanagement, Change Management mit auf den Fahnen, und die guckt ganz genau hin, was da momentan in der Informatik zu dem Thema auch passiert. Interessanterweise war das vor 11 Jahren immer schon das Thema, dass gesagt wurde, ja, eigentlich brauchen wir das doch für die ganze Bank. Schauen wir mal, ob jetzt die Zeit reif ist dafür, ja, Clemens. Ja, ich habe zwei Fragen. Dieses auch angehangen auf dieses Thema, eben gesamtgerecht kommunizieren. Also das eine mit den Vorlagen, wir hatten ja Vorlagen auch in der 1.0-Lösung, halt als Word-Dokumente, ganz klassisch, die müssen rüber ins Confluence, das ist ganz klar. Also dieses, was muss in ein Systemhandbuch rein, was muss in ein Bedienungshandbuch rein, die Vorlagen muss es in Confluence genauso geben, damit die Leute eine Führung haben, welche Informationen muss ich denn an der Stelle geben. Das andere mit dem, wann schreibe ich? Ich muss sagen, da sind gerade auch Softwareentwickler, die sind da schon gut. Also die dokumentieren eigentlich schon viel parallel. Und tatsächlich in den letzten 8 Jahren sind es durchgedrungen, dass je besser ich dokumentiere, desto weniger Nachfragen habe ich. Und auch beim Service Desk, also die waren tatsächlich, ne, also wer SharePoint Wiki kennt, das ist, dass ich das Wiki nennen darf, ist erstaunlich, ja. Desk-Leute sind wahnsinnig nervös, dass man ihnen das wegnehmen möchte. Weil sie sagen, das funktioniert super, da ist so toller Content drin. Ja. Also das hat sich wirklich ganz gut etabliert in diesem wirklich technischen Bereich, weil die wirklich gemerkt haben, gerade die Entwickler, ich will eigentlich, wenn eine Entwicklung fertig ist, das Ding abgeben, weil dann mache ich ja neue spannende Sachen, und je besser ich dokumentiere und je mehr ich da an Informationen bereitstelle, desto weniger habe ich hinterher damit zu tun. Also das ist echt in den Köpfen angekommen. Bei diesem KM-Team, wie hat sich das denn zusammengesetzt und zusammengefunden? Das waren ja nicht irgendwelche Leute. Du hattest gesagt, die haben nur einen begrenzten Zeitraum im Jahr dafür überhaupt Zeit. Das heißt, die haben noch irgendwelche anderen Rollen. Ja, ja, das sind ganz normale Mitarbeiter in dem jeweiligen Bereich innerhalb der Informatik. Die wurden, naja, ich sag mal so, es gab die klare Ansage, wir wollen für jede Organisationseinheit 2 Vertreter im KM-Team. Also sprich ein Hauptvertreter, ein Vertreter, und die OE-Leiter wussten, okay, ich muss da 2 Leute schicken, das muss ich, ja, also das funktioniert top-down sehr gut. Die haben dann schon in der Regel so ein bisschen rumgehört, wer hätte denn überhaupt Interesse und Lust, da reinzugehen, ja, aber letztendlich war es auch schon eine Sache, okay, wir müssen da 2 Vertreter hinschicken, jetzt muss ich auch 2 benennen, Punkt. Aber die sind super, also es macht richtig Spaß, die sind wirklich engagiert und arbeiten toll mit. Ich habe bei keinem den Eindruck, so nach dem Motto, ich bin hier, weil mein Chef mich geschickt hat, sondern die haben da offensichtlich die richtigen sich rausgesucht, ja. Und es wird jedes Jahr neu verhandelt, wie viel Zeit sie bekommen. Also immer vor dem Hintergrund dessen, was dieses KM-Team vorhat, wird nochmal geguckt, was für eine Kappa brauchen die. Also wir werden sicher nicht ankommen können mit, wir wollen die jetzt irgendwie für 20% ihrer Arbeitszeit haben. Ja, aber diese 5 Tage sind jetzt mal für dieses Jahr festgeschrieben, und im nächsten Jahr wird geguckt, was haben die vor, und dann kann sein, dass das auch mehr wird. Weniger hoffentlich nicht, weil wir versuchen ja schon, uns so regelmäßig mal zu einem Workshop zu treffen. Ja. Vielen Dank.
Ich danke euch, auch euch Remoties. Danke, Gabriele.